Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts in Agrabah. Ich bin natürlich so klasse mal wieder vorbereitet. Das ist mal kein Plan, wo ich hin muss. Aber hey, da ist Aladdin und das ist bestimmt richtig, wenn da Aladdin ist. Das heißt, wir gehen allerdings erstmal aus dem Weg. Wir will schon richtig gehen, hä? Wer will richtig gehen, wenn er auch falsch gehen kann? Ja, diese Teile schlagen mich zurück. Das wussten wir aber auch. Ah ja, und die tun weh. Haben wir jetzt hier eigentlich auch? Ich muss mich mal wieder in diese Spiele reinfinden. Oh ja, Kinder, es ist in Ordnung. Ja, ich mach diese Teile kaputt. So, ist jetzt gut. Können wir jetzt da hoch? Danke. So, und von hier können wir jetzt so bestimmt nach. Ja, gut. Oh nein. Nein, was sind das für Teile? Die kann man nicht kaputt machen, die kann man nur wegschlagen, ne? Ach, shit, da war ja mal was. Okay, reden wir doch erstmal mit Aladdin. Hey, Aladdin. What's up, man? Hey, du. Hey, wie guckst du denn? Hast gerade was gezogen, oder was? Weißt du, warum es hier so leer ist? Komische Blöcke, seltsame Monster. Such den Grund aus. Ich war in einer Höhle außerhalb der Stadt. Als ich zurückkam, bin ich direkt zum Palast geeilt, weil ich mir Sorgen um meine Freunde gemacht habe. Aber hey, was mit dir? Hast du keine Angst alleine hier draußen? Hey, ich doch nicht. Hehe, nichts für ungut. Tolle Gespräche. Hilfst du mir jetzt weiter? Du siehst, als hättest du schon viele Abenteuer bestanden. Ja, das habe ich. Hilfst du mir jetzt weiter? Danke, Aladdin. War schön. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Stark noch einen Block gegen den. Wo brauche ich diese Blöcke hier? Ah ja, stimmt, die muss ich. Ah. I am so dumb. Okay, dann geh. Übrigens, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hast du kurz Zeit? Klar, warum geht's? Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Sie heißt Jasmin und bedeutet mir sehr viel. Ich mache mir große Sorgen, weil ich sie nirgendwo finden kann. Ich werde die Gegend um den Palast absuchen. Könntest du vielleicht in den anderen Stadtteilen nachsehen? Klar, das passt eigentlich ganz gut. Ich suche nämlich auch jemanden. Danke, du bist mir eine Riesenhilfe. Ich heiße übrigens Aladdin. Hör nicht, Saura. Okay, Aladdin. Wenn ich sie finden sollte, sage ich dir Bescheid. Ich dachte, dann klaue ich deine Freundin. Finde Jasmin. Oh. Wie wunderbar sie gekleidet sind. Aua! Wie geht nochmal kämpfen? Ah, kämpfen wir ein bisschen. Ich habe keinen Plan. Die Gegner sind auch leicht anders, habe ich das Gefühl. Oh, Hauptsache machst du ein klein wenig Damage. Aber es ist wieder so wie beim anderen. Wir müssen einfach immer wieder abwarten, bis er angreift und dann können wir ihn zerstören. Ihn nochmal anvisieren. Egal. Oh nein. L und R gleichzeitig. Was war das denn für ein Wave Dash am Ende? KP Max Blitzwirbel. Ich muss niesen.
Grauenhaft. So, hurra. Laden beschleunigt, cool. Schon so ein Feuerwurf auf Level 81 ist schon was Nettes. Wertegewurf. Eisklinge auf 41, ist in Ordnung. Sturmlauf, Feuerwirbel auf 82, nee. Drehschlag, Feuerwirbel auf 82, Eiswalze. Ah, okay, Feuerwirbel auf 83. So, Vita plus Luftspirale ergibt Vita. Du bist eh noch. Statusmatrix. Ah, wo bin ich denn gerade? Da bin ich, aber wo will ich hin? Ich würde mal sagen, ich will zu dem großen Ding hier. Dafür müsste ich nach unten. Okay. Gut. Jetzt muss ich noch einen nach unten, dann nach rechts ein. Gehen wir auf die Hauptstraße. Yalla, yalla, was bist du denn für einer? Ich glaube, gegen dich habe ich auch schon mal im letzten Part gekämpft, aber der ist so lange her. Oh. Content können wir auch. Darf man nicht vergessen. Ha! Ha! I won the Internet. Kann ich noch lang? Hier war ich noch nicht. Heiraten dich? Das werde ich auf keinen Fall tun. Ich sollte da gleich mal hin. Hm, das kam gleich von da drüben. Das geht uns nichts an, deswegen gehen wir da nicht hin. Ha! Das solltest du noch einmal überdenken, meine Liebe. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir ein Leid geschähe. Wie oft muss ich es denn noch sagen, Jaffa? Lieber sterbe ich, als dich zu heiraten. Das lässt sie arrangieren. Lass sie in Ruhe. Wer bist du? Ich heiße Sora. Bist du Jasmin? Aladdin hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Aladdin! Du steckst mit diesem Strauchdieb unter einer Decke? Dann werde ich euch gemeinsam vernichten. Lauf weg, Jasmin. Ich bringe diesem Typen Manieren bei. Okay, es folgt ein Zwischenboss. Und komm schon, komm schon. Nein, wo ist er jetzt? Komm, komm, komm. Der ist wieder weg. Okay, das ist ja leicht. Und jetzt greifen wir ihn am besten schon an, bevor er. Und weg ist er. Wieso treffe ich dich? Und rüber. Nein, du greifst nicht an, wir haben gewonnen. Was sagst du nun? Noch ist nicht aller Tage Abend. Danke, Sora. Was will dieser Typ von dir? Nun, weißt du, ein Unding. Dabei liegt doch alles nach Plan. Dieser Junge ist eine echte Plage. Probleme, mein Guter. Wenn du mich nett bittest, helfe ich dir vielleicht. In was einem Dünn sprichst du mit mir? Diese Lampe. Sie ist es. Die Lampe, die einen Wunsch erfüllt.
Nicht ganz. Ich habe diese Anomalie in dieser Welt benutzt, um einen Replizit. Replikant. Ach, eine Kopie anzufertigen. Replikat. Eine Kopie? Wie das? Doch genug der Worte. Gib sie mir, sofort. Bist nicht gerade geduldig, was? Aber ich will ja nicht so sein, behalte sie. Und tauche diese Welt schön brav und dunkel, hm? Alle meine Wünsche werden sich erfüllen. Alle. Hör mich, Lampengeist. Erhöre den ersten Wunsch des erhabenen Jaffa. Gib mir die Kraft, jeglichen Widerstand zu brechen. Ja, ja. Wow, du bist eine echte Prinzessin? Und wer ist dieser Jaffa? Der Großvizier dieses Reiches. Doch er führt nichts Gutes im Schilde. Ich habe mit Vater und seinem Vertrauten gesprochen, aber Jaffa wird respektiert und niemand hat mir geglaubt. Was ist eigentlich los mit dieser Stadt? Ich weiß auch nicht. Ganz plötzlich sind überall diese Blöcke aufgetaucht. Dann kam Jaffa anscheinend sehr gelegen. In den Wirren... Das kam Jaffa übrigens nicht, dann kam Jaffa. In den Wirren des Chaos hat er versucht, mich zu seiner Frau zu machen. Weiß Aladdin davon? Ich hätte ihm ja gerne davon erzählt, wenn er hier gewesen wäre, aber... Moment! Woher kennst du Aladdin eigentlich? Ich habe ihn gerade vor dem Palast getroffen. Er meinte, er wäre in einer Höhle gewesen oder so. Dann ist er also wieder zurück? Ich bin ja so froh, dass es ihm gut geht. Ja, er schien ziemlich besorgt um dich. Warum gehen wir nicht direkt zu ihm? Gerne. Finde Aladdin. Erstmal verstellen wir ein bisschen Agrabah. Das Stadtportal. Ja, da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir wollen jetzt mal dahin, wo wir im Kampf nicht hingemusst haben. Hier oben. Supertrank, okay. Hauptstraße, ja. Meinetwegen gehen wir noch zur Hauptstraße. Und wir bekommen einen Superäther. Und noch einen Heiltrank. Hier waren wir noch gar nicht. Ah, okay. Check ich jetzt. Du kannst aber einfach kaputt machen, also sonst müssen wir da durchlaufen. Hoppala. Da bin ich wohl durchgefallen. Allheilmittel. Diese ganzen Items, die ich nicht verwende. Ich sollte gleich nochmal irgendwo speichern. Ich sollte... So. Gut, durchgefallen. Nein. Wirf es runter, Sora. Gut, dass wir so gut in Luft kämpfen können. Und diese kleinen Viecher nerven eher am meisten. Ach, meinetwegen auch so ein Wüstenräuber. Tschüss. Stufenschip erhalten. Und Bombo-Kombo. Herzensbrecher hat auch noch ein Level up gemacht. Komm, wo ist der letzte da hinten? Und komm. Ah, komm, jetzt stirb endlich. So, geschafft. Ach, komm, direkt die nächsten. Warum lernt ihr es nicht? Finally. Gut, also wo haben wir jetzt? Nee. Wir haben irgendwo nochmal eine Doppelmatrix. Wo? Oh.
Schauen wir einfach mal, was passiert. Stufentypen, nee. Bin ich gerade. Genau, hier haben wir einen doppelten Stufenchip. Glück um 1, LP um 2, Stufenchip, Stufenchip. Genau. Machen wir hier einen Stufenchip, einen doppelten Stufenchip. Glückspilz. 0 Chip. So, Attacke plus 1. Und Abwehr plus 1. Und Pling! Kugelsheet freigeschaltet. Beeinflusst die Häufigkeit, mit der Kugeln erscheinen. Je höher die Kugelrate, desto stärker werden deine Gegner. Punktekugeln bleiben von diesem Cheat unberührt. Zehn, 20, 20. Ich kann den Kugelmultiplikator erhöhen, aber dann sind die Gegner doppelt so stark. Nee. Warum sollte ich meine Gegner dann bestimmt mit Absicht stärker machen? Naja, ich glaube, das war's aber auch erstmal für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann und ciao.